Wir sehen uns nach dem Matheunterricht, Annie. Hallo, Annie. Ist es okay, wenn ich hier sitze? Oh nee, meine Brille. Ich kann ohne Brille nichts sehen. Wo ist sie denn? Sie muss doch hier irgendwo sein. Nein! Oh. Meine Brille. Ich habe sie irgendwo knirschen hören. Oh nein, die Gläser sind zersplittert. Was soll ich denn jetzt machen? Meine arme Brille. Du meine Güte, warum weinst du denn? Oh, ja. Ach so. Ja, das ist blöd. Naja, manchmal passieren eben dumme Dinge. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass mir immer so was Schreckliches passiert. Hey, ich habe da vielleicht eine Idee. Kate, ich werde dein Problem lösen. Als erstes brauchen wir Plastikbesteck. Und natürlich einen heißen Föhn. Benutze den Föhn, um das Plastikmesser so zu erwärmen. Sobald das Messer erwärmt ist, ist es biegsam. Schau, ich kann es einfach so biegen und es bricht nicht. Und sobald es abgekühlt ist, bleibt es in der Form. Als nächstes brauchen wir eine Klebepistole. Vergiss nicht, das auch ein zweites Mal zu machen. Jetzt kleben wir die Spitzen zusammen. Genau so. Sobald der Kleber trocken ist, ist es ein Stück. Schau, wir haben eine Brille aus Plastikmessern gemacht. Die sieht sogar ziemlich süß aus, wenn ich das so sagen darf. Hier, Kate. Die ist zwar nicht vom Optiker, aber was kann es schaden, sie aufzusetzen? Oh, wow. Ich weiß nicht wie, aber ich fühle mich jetzt viel besser. Weißt du was? Die ist viel zu süß für dich. Hör zu, Kate. Wir müssen los. Wir haben viel zu tun. Zuerst muss dieses Outfit weg. Besser. Pink ist definitiv deine Farbe. Wow, Annie. Oh, das ist toll. Ich fühle mich wie eine andere Person. Ja, Zeit es zu tun. Ich wollte schon immer diesen Tanz mit den beliebten Mädchen machen. Wow, Kate, du kennst all die Moves und das Timing. Ich habe zu Hause vor dem Spiegel heimlich geübt. Und die Schlusspose. Ja, wir haben es geschafft, Annie. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen. Spinner. Naja, wenigstens habe ich diese coole Brille. Diese Party wird großartig. Wow, Annie, du siehst toll aus. Du weißt definitiv, wie man sich für eine Party anzieht. Boah, sogar deine Schuhe sind stylisch. Warte. Trotzdem kommst du nicht rein. Diese Party hat eine Größenkontrolle. Wir wollen keine kleinen Kinder auf der Party. Wir müssen erstmal checken, ob du groß genug bist. Ja, du bist definitiv groß genug. Geh rein, die Party wartet auf dich. Hey, John, ich sehe dich später. Mensch, hast du mich erschreckt. Wow, ja, du hast es drauf, dich anzuschleichen. Bunte Socken und Turnschuhe? Hey, John, schau dir die mal an. Na, komm her, damit ich deine Größe checken kann. Ach, du bist ja noch nicht mal nah dran. Sorry, du musst dir einen anderen Ort zum Feiern suchen. Kannst du bitte eine Ausnahme für mich machen? Boah, also jetzt reicht's mir aber. Wenn ich gesagt habe, dass du hier nicht reinkommst, dann kommst du hier nicht rein. Und jetzt verschwinde. Na gut, dann eben nicht. Ich gehe. Eigentlich wollte ich sowieso nicht auf die blöde Party. Ich bin mir sicher, da sind noch mehr gemeine Leute. Genau wie der. Hey, warte. Ich habe eine Idee. Das sollte funktionieren. Ja. Ich ziehe einfach meine Schuhe aus. Dann rolle ich gleichmäßig meine Socke runter, vom Fuß abnehmen, weiter aufrollen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt ist meine Socke schön kompakt. Perfekt, um sie als Absatz in meinen Schuh zu stecken. Jetzt noch die Schuhe anziehen und fertig. Die Socken in meinen Schuhen machen mich größer. Hallo, ich möchte auf die Party bitte. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Check nochmal die Größe, bitte. Ach, na gut, auch wenn das nichts bringen wird. Siehst du, du bist genauso groß wie vor... Warte, du bist größer. Wie ist denn das möglich? Ich sehe keine Tricks oder irgendwas. Ja, okay, Regeln sind Regeln. Du darfst rein. Ja, Party, ich komme. Wie ist sie denn so schnell gewachsen? Ach, egal. Oh, ich liebe diese Chips. Die sind so salzig und gut.
Das sind nur fade Salatblätter. Ja, Popcorn. Das schiebe ich gleich hinterher. Und mit dieser zuckersüßen Cola spül ich alles runter. Aber ich liebe Cola. Und jetzt noch ein bisschen Pizza. Oh, das beste Essen der Welt. Willst du was von meiner Pizza? Nee, danke. Ich versuche, auf mein Gewicht zu achten. Oh, ich esse die ganze Zeit Junkfood und werde nicht dick. Süßigkeiten. Chips. Oh, so viele Chips. Pizza natürlich. Hast du schon mal Pizza im Bett gegessen? Oh, das ist noch viel besser. So gut. Ich scherz nicht. Schau mal, Kate. Du weißt, dass du dich mehr anschließen willst. Nur ein bisschen. Ja, vielleicht einen kleinen Happen. Ein winzig kleiner Biss kann doch nicht schaden, oder? Oh, die ist so gut. Warte. Irgendwas passiert. Ah, mein Gesicht. Oh, ich wusste, ich hätte diese Pizza nicht essen sollen. Ich habe meine Diät ruiniert. Ich verstehe gar nicht, wie das möglich ist. Oh ja, hier sind die Jeans, die ich will. Nee, das sieht irgendwie keine so toll aus. Oh ja, das ist, wonach ich gesucht habe. Und alles im Angebot. Ja, genau. Die sehen doch ganz passend aus. Ich probiere sie an, um sicher zu gehen. Ich nehme lieber gleich ein paar mit. Die hier und die auch. Die. Jake, bist du fertig? Ich brauche die Umkleidekabine. Schau dir diese Jeans an. Die Länge ist perfekt und die sitzt wie angegossen. Als ob die für mich gemacht wurde. Ja, toll, Jake. Ich muss die jetzt anprobieren. Wow, wie ist die denn drauf? Was hat sie denn für ein Problem? Aber meine Jeans sind toll. Jetzt probiere ich die Jeans an. Ach, schau dir die Länge an. Ich muss sie hochkrempeln, damit sie passen. Das will ich aber nicht. Oh, ich probiere ein anderes Paar an. Mensch, warum ist die zu klein? Ich krieg die kaum hochgezogen. Nee, das geht nicht. Oh, den Knopf kriege ich nie zu. Ach, warum muss das immer so kompliziert sein? Und das Paar ist das Allerschlimmste. Hier passen mindestens zwei von mir rein. Das kann doch auf keinen Fall die gleiche Größe sein wie die anderen. Ich kann meinen ganzen Körper hier reinstecken. Diese Jeans könnten mein Zelt sein. Ach, ich hasse es, Hosen einzukaufen. Okay, ich habe noch ein paar zum Anprobieren. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Bis jetzt scheint sie gut zu passen. Okay. Ach. Nicht ausflippen. Einfach einziehen. Komm schon, nur der Knopf. Oh, ich hab's fast. Oh. Warte. Oh, oh, nee, das ist doch nicht wahr. Och. Um die Erde in 3, 2, 1. Aua, was hat mich denn gerade am Kopf getroffen? Ist die Schule überhaupt eine Schule ohne ein beliebtes Mädchen? Was geht? Verzeihung? Kevin? Jeansjacken sind gestern aus der Mode gekommen. Willst du meine alte? Wow, danke. Ach, wie auch immer. Aber was auch immer du tust, du schaust dem beliebten Mädchen niemals direkt in die Augen. Entschuldigen Sie, Ihre Majestät. Ich meine, Sophia, ich meine, Ma'am. Ach, der Pöbel, er ist so unterhaltsam, nicht wahr? Okay, hat jemand die Antwort auf diese Frage? Selbst wenn die gesamte Klasse ratlos ist, gibt es immer eine Person in der Klasse, die die Antwort parat hat. Was? Ja, schau mich doch nicht so an. Schnell, nimm Sophia dran, bevor ihr Arm abfällt. Hat jemand außer Sophia die letzten 5 Fragen beantwortet? Oh meine Güte, nimm sie schon dran. Egal was passiert, der Besserwisser der Klasse schreckt vor nichts zurück, um zu zeigen, wie viel er über ein Thema weiß. Okay, Sophia, du bist dran. Ich? Ja, ich kenne die Antwort. Es ist sicher schwer, sich auf den Unterricht zu konzentrieren, wenn man ein hübsches Mädchen im Kopf hat. Ja, wir meinen dich, Vicky. Aber wenn du dich mitten in einer aufkeimenden Romanze befindest, wird es fast unmöglich, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Gib das bitte an Vicky, ja? Ich habe Post für dich, Vic. Och, da steht, ich habe schöne Augen. Ich werde dieses Stück Papier für immer behalten.
Dieser Kuss ist für dich, Honigbär. Eklig. Nichts ist schlimmer, als mitten in einem Liebesgeflüster gefangen zu sein. Ja, ich zahle 20 Euro an denjenigen, der mit mir den Platz tauscht. Ich muss hier weg. Ein neuer Tag, ein neuer Überraschungstest. Oh, meine Güte, ich weiß gar nichts davon. Aber ich wette, einige meiner Klassenkameraden schon. Ja, Vicky zeigt uns ihr Betrugsverhalten wie aus dem Lehrbuch. Wer sonst würde ein Fernglas zum Geschichtsunterricht mitnehmen? Das war knapp. Vielleicht fällt eine Handykamera ein bisschen weniger auf. Oh nee, der Blitz ist an. Ja, Amy hat definitiv einen Lichtblitz gesehen. Oder du bist ein Draufgänger und näherst dich ihrem Schreibtisch wie ein Alligator, der über Wasser treibt und seine Beute verfolgt. Vicky! Ups, ich habe meinen Stift fallen lassen. Oh, das war knapp. Einige Schüler tauchen auf und sind alles andere als bereit zu arbeiten. Oh, Mist, ich habe komplett vergessen, einen Stift mitzubringen. Hey, Vicky, hast du einen Stift, den ich mir borgen kann? Bitteschön. Ja, jetzt brauche ich nur noch was zum Draufschreiben. Sophia, reiß mir mal ein Stück Papier ab, ja? Und bevor du es weißt, wird Amy einen Schreibtisch voller Sachen haben, obwohl sie selbst nichts mitgebracht hat. Und warum sich die Mühe machen, wenn man weiß, dass dir sowieso jeder was von ihren Sachen gibt? Wow, du hast ja mal eine ganze Menge Sachen zusammengesammelt, Amy. Wach zu bleiben ist nicht einfach, aber für manche Schüler ist es praktisch unmöglich. Wach auf, Mädel, du bist an der Reihe, an die Tafel zu schreiben. Oh Mann, warum macht Geografie mich immer so müde? Okay, keine Sorge, ich bin jetzt total wach. Oder? Puh, fast eingenickt. Wenn ich nur ein Kissen hätte, auf das ich mich legen könnte. Oh, das ist gut. Sophia? Ich möchte nicht, dass du auf meinen Pullover sabberst. Könntest du das vielleicht lassen? Sorry. Zusammenfassend ist Spanien die einzige... Sophia? Wohin um alles in der Welt sind die Mädchen gegangen? Hm? Hey, wohin ist sie gegangen? Sorry, Lehrerin, ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. Ja, sie wissen es nicht, aber Sophia hat gerade ihr Nickerchen auf eine andere Ebene gebracht. Eine viel tiefere Ebene.